So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading-TV von JFD Brokers. Meine Bedenken, dass der Short nicht funktionieren könnte, war dann ja doch falsch, aber ich habe eben gewusst, dass ich nicht vor 10 Uhr am Rechner sein werde. Deswegen habe ich so das Setup eben erstmal aufgelöst, verbal. So, dann schauen wir den DAX an. Was er dann heute gemacht hat. Gestern hat er das Zwischensetup ja sauber abgearbeitet. Auf Xetra hat er ja hier dieses Verkaufssignal gestern ja nicht aktiviert. Deswegen habe ich eben auch geschrieben hier, das streiche ich dann. Und mit dem heutigen Tag ist ein relativ großes Gap entstanden und der Markt ist direkt durchgereicht worden. Ja. An die Marke im Tief von 10.930. Damit hat er nicht nur das kurzfristige Ziel, die 11.000er Marke, durchbrochen, sondern eben auch, was ich im Video gestern oder jeweils im angesprochen habe, hier auch das Gap jetzt geschlossen und die Oberkante eben vom Rainbow getroffen, beziehungsweise halt jetzt vorübergehend kurzfristig unterboten und jetzt aktuell stehen wir ja schon wieder über der 11.000er Marke. Was ich gestern ja mit einem größeren Artikel auch noch gebracht habe, war hier wäre die wunderschöne Kaufzone gewesen und auch in den Videos angesprochen, die wurde jetzt eben hier knapp verpasst. Ja, bei dem DAX gibt es jetzt eben aktuell dann nicht mehr zu sagen, ob er jetzt hier noch mal den Weg nach unten finden wird. Ja. Könnte noch ein Tief eben folgen, aber dafür schauen wir kurz eben den Dow Jones an. Der hat ja gestern dieses Verkaufssignal hier getriggert am späten Handel und hat im vorbörslichen Handel diese 17.680 sogar unterschritten. Aber da dürfen wir trotzdem mal noch abwarten, was denn der Dow Jones im Parketthandel dann noch so herzaubert. Hier sieht man diese Marke, zack, wurde mit dieser Kerze, mit der neuen Uhrkerze erreicht, mit der nächsten noch kurz unterboten. Und aktuell gab es da eben auch einen kompletten bullischen Abpraller nach oben wieder. Also ging dieses Setup bislang eigentlich auch sehr sauber aus. Dann sind es wieder zwei Setups, aber die jetzt Short Setups sogar, die relativ perfekt aufgingen. Aber man darf natürlich nicht meinen, dass es in den nächsten Tagen so weitergeht. Und aktuell läuft aber jetzt eben kein Setup. Die Buy-Zone wurde ja nicht erreicht. Im Nasdaq wurde ja nicht ganz das Level erreicht. Aber hat eben auch dann diese Abwärtsbewegung vollendet. Was ich nur kurz zeigen wollte noch ist hier, da habe ich den Dow Jones Future mitgebracht. Hier unten ist das Volumen, oben einfach nur der Kursverlauf der heutige. Und normalerweise hier ist das Volumen, was vor der Börseneröffnung, hier ist dann um 13:30 Uhr die normale Börseneröffnung. Da gibt es eben natürlich Peaks, da wird gehandelt, was das Zeug hält bis kurz nach 16 Uhr. Dann wieder relativ normal und dann gibt es wieder einen Peak. Und heute, also vorbörsliche Notierungen sind hier, ist jetzt der Minutenchart, sind meistens so unter 100 Futures pro Stück, pro Minute wird hier gehandelt. Ja. Und wenn man jetzt hier sieht, ab 9 Uhr ist schon ein kleiner Peak, dann kommt nochmal ein kräftiger Peak hier hinzu und sogar kurz vor 10 Uhr wurde mehr gehandelt als hier bei der Börseneröffnung. Also hier würden Stop-Loss komplett getriggert und die Leute sind hier, die Future-Leute sind hier direkt in den Markt gegangen. Also hat sich auch diese Unterstützung, was ja hier in dem, unter anderem auch in diesem Chart hier, das ist der JFD Brokers Chart, die Unterstützung hat sich also hier exakt bestätigt. So, aber da jetzt eben aktuell keine Setups mehr laufen, werde ich eben beschäftigt sein, neue zu finden, vielleicht eben auch im Gold oder im Öl.
aber solange jetzt hier der DAX, da werde ich jetzt nicht nachlaufen. Also ich werde den DAX natürlich weiter beobachten, ne? Und mal schauen, ob er jetzt nochmal die Zone anlaufen wird. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche weiterhin allen erfolgreiche Trades. Bis später.